sehr zur Verfolgungsjagd. Total. Zwischensequenz. Wo nein? Momentan ist bei mir noch alles schwarz. Eins. Nein. Guck bestimmt Pornos. Das war dein. Excuse me. M ist ausverkauft. Auf unterschreiben, was für. Guck dir den an, der Nerd. Back. Jetzt bin ich gespannt, ob wir beide dieses komische Outfit da tragen werden. Rechts, wenn sie dieses Outfit trägt. Sie trägt das Outfit. Dieser. Was war das nochmal? Ich hab nicht aufgepasst. Blutige irgendwas. Jedenfalls, wir sollten, glaube ich, als Kardinale. Oder Kardinäle rumrennen. Wie ist was? Wieso hab ich jetzt Hunger? Ich bin. Weil du Kardinale gesagt hast. Kardinalschnitten. Achso. Ich dachte ja an die Pizza. Achso, das geht auch. Aber ich bin jetzt. Yay! Mega, ja. Mein Priester. Also, meine hat mir damals schon nicht wirklich gefallen. Ich hab nur gerade Viola im Blick. Hallo! Man achte auf die Messer. Aha. Aha, was für Messer. Dann lass uns mal hier die Leute aufmischen. Okay. Also nicht hier, sondern im PR Center. Wir sollen einen Schauspieler kidnappen. Okay. Der uns eigentlich die ganze Scheiße eingebrockt hat, um ehrlich zu sein, weil er hat ja am Anfang auf den blöden Knopf drücken müssen. Der Idiot war das. Toll. Muss mir vorstellen, geht eine Bank ausrauben. Und denkt, der Knopf unterm Tisch ist dafür da, dass man den Tresor öffnet. Macht Sinn. So. Boah. Der hat wahrscheinlich nie Simpsons geguckt, oder? Wahrscheinlich. Nee. Das ist immer nicht so vom Vorteil, wenn man sein Gehirn im Lotto gewonnen hat. Ja. Jawohl, und bleibt. Oh Mensch. Ja, was war das? Ich weiß nicht. Okay, das war ich. Lol. Oh, Jokerface sucht wieder für DS-10er Abschwarzer. Welche Überraschung? Wer wird sich da denn melden? Ganz ehrlich zu sein. Ich war heute dabei gewesen. Achso? Mhm, 2,5 Stunden DS-10 Schwarzhorn. Beziehungsweise eigentlich nur 1 Stunde. Die restlichen Anteile haben wir neue Leute gesucht. Wow. Ja, und wir waren, lass mich überlegen, also es waren gefühlte 10 Versuche in etwa. Und wir haben wirklich in einem, also bei einem dieser 10 Versuche Schwarzhorn gesehen. Auf dem Schiff. Nicht auf dem Drachen, auf dem Schiff. Wow. Wir hätten ihn sogar fast gelegt. Es fehlten nur noch lächerliche 4 Millionen. Aber irgendwie. Alle sind von Viola abgelenkt. Was hast du gesagt? Normal, dass ich jetzt einfach so 3 Sterne krieg. Ja, ich bin außerdem noch gespannt, wie weit die hier Dingens nerven wollen. Drachenseele. Und ob es dann leichter ist, im Handstellen Leute dafür zu finden. Also für normal. Wir sind nicht hübsch.
Total. Das brust du auch. Ah, hier hast du den Kardinal. Aha. Diese Viola. Hey, die nehmen den HD auf. Uhu. Kiki ist ja leider tot. Ich hoffe, du hättest beide da. Warum ist sie nochmal tot? Ach ja, die stimmt, das bin ich genau. Sie hat wie der Typ gerade die Fresse zu weit aufgerissen. Weiß schon. Ja, selber schuld. Ja, ne? Yep. Wenn man nicht die Fresse halten kann. Hast du denn eigentlich auch jetzt hier raufgeschultert oder bin das nur ich? Ne, nur du. Du trägst ihn. Ja, dann. Und ich hab Spaß. Ich will die mit dem Soundblaster hier kaputt machen. Weiß jemand, wo es den Katzentransportkorb dreifarbige Katze hergibt? Auswendig nicht, leider. Weil bei Mobmap finde ich ihn nicht. Was mit WoW-Head? Alha. Da müsste ich ja erst auf den Desktop gehen, Internet starten. Boah. Besorg dir doch endlich einen zweiten Monitor. Als MMO-Gamer ja, das schlechthin, vor allem als Tank. Dann hast du wenigstens was zu tun. Ich bin ready für diesen Chaoshaufen Ekel. Ich habe immer was zu tun. Stimmt doch wieder. Was wollte ich gerade sagen? Wenn ich einen zweiten Monitor hätte, würde der wahrscheinlich genau in der Ecke hier, in dieser Wandecke hängen, vor der wir quasi beide so schräg sitzen und dann würde da eigentlich ein Kabelsignal irgendwie dran gehen, dann würde da Fernsehen laufen oder Video oder DVD oder sowas halt. Ja, das sind ja die Zocker. Und? Was war das? Ich glaube, ich habe ein paar Knöpfe verwechselt. Tja. Hey, was willst du? Du kannst länger auf Viola glotzen. Und bei mir sieht es aber nicht besser aus. Klick it. Ein bisschen rechts, hinter meinem Rechner, steht ein 43 Zoll Plasma-Fernseher. Auch nicht besser. Also ich habe einen... Und der läuft irgendwie immer, wenn ich spiele, das ist komisch. Kannst ihn ja ausmachen. Nee. Könnte ja was laufen, was mich interessiert. Ja. Mein Fernseher ist eigentlich immer aus. Ja, Viola, bleib auf den Knien, du Luder. Aha. Aber ich weiß nicht, also ich kann es nicht mehr missen hier, ohne einen zweiten Monitor zu arbeiten und zu gucken und zu machen und alles. Ich meine, der zweite, der ist ein bisschen größer als der erste, aber ja. Auch eine geile Angabe, ein bisschen größer. Naja, der erste, der ist, also da rechts, wo ich quasi auch drauf zock und alles, der ist 21,5 Zoll groß und der zweite links, der ist 23 Zoll groß. Das Problem an deinem 43 Zoll Plasma-Monitor, ja, Angeber, nochmal so nebenbei erwähnt, ja, der hinter dir steht, ja, ist genau das gleiche wie mit der Formulierung, Frauen gehören hinter den Herd. Sie sind beide komplett falsch, weil beide gehören davor. Und ich glaube, das sind vor deinem Schreibtisch und vor dem Herd. Stimmt. Nee, der steht hinter meinem PC. Das heißt, ich brauche nur ein ganz kleines Stück nach rechts gucken und sehe den eigentlich. Hättest du was sagen sollen? Ich dachte nur, der steht hinter mir. Ja, da habe ich ja auch nicht von. Da würde ja auch nicht laufen. Okay, gut. Dann hinkt natürlich der Vergleich ein bisschen. Aber Frauen gehören trotzdem vorne. Eigentlich, ja. Definitiv. Aber... Naja, ich hab's da am besten. Ich hab meinen Fernseher auf einem Schrank oben. Mhm. Auf dem Schrank? Ja, der ist in 2 Meter Höhe. Und ungefähr 6, 7 Meter weit weg von mir. Das heißt, Untertitel im Fernsehen gucken ist nicht so gut für mich. Also bei dir gibt's keine Untertitel, alles klar. Genau. Ich meine, wenn ich zum Beispiel einen Musiksender mir angucken würde und mich frage, was ist das für eine Band? Und vor allem im Bett liege oder sowas, dann müsste ich wirklich aufstehen aus dem Bett, um zu gucken, wer das ist. Ich muss dich jetzt, streamst du noch, Ekel? Das ist was, ja, was die Community unbedingt hören muss, ja? Okay. Weisheiten meiner Frau, Lars.
Ich glaube, wir sollten ganz dringend etwas richtigstellen. Oh Gott, nein, jetzt bin ich gerade. Meine Frau fragte nämlich gerade, wer ist denn das? Ich sagte, das ist Lars, das ist der Kumpel von Daniel, weil sie war dabei, als ich diese SMS bekommen hatte von Daniel, ne? Dass du ja nein, nicht so ein Kumpel. Jetzt fragte sie gerade, ist ja komisch, dass wir den noch nicht kennengelernt haben, oder ist das etwa die neue Freundin? Weil es schon ganz schön komisch, dass er und wissen wir von Daniels Neigung vielleicht noch nicht. Ich glaube, du solltest dringend etwas klarstellen. Ja. Oh Mann. Also, oh Mann. Du musst dann auf jeden Fall Daniel sagen, er soll sich das dann anschauen und anhören und dann wird er Spaß haben. Ja, ich denke auch. Die Mami wird sich freuen, ja. Genau. Mama, das ist jetzt mein neuer Freund Lars, wir ziehen jetzt zusammen. Oh Mann. Mieses Timing. Oder das Beste überhaupt. Ja, Ansichtssache. Das sind halt die konfusen Gedanken meiner Frau. Damit muss ich jetzt schon seit über 5 Jahren leben. Ja. Oh. Ich bin neu, also sage ich jetzt dazu nichts. Ja, sag lieber nichts gegen die Tante. Im Falle des Falls ist sie diejenige, die dich heilen sollte und müsste. Also es kann auch mal in die Hose gehen. Ja. Oh verdammt. Ich werde sterben. Ist die Olle vom Chef, also mach die nicht wütend. Weil wenn die Olle vom Chef wütend ist, kriegt der Chef das ab. Wenn der Chef auf mich wütend ist, habe ich ein Problem. Dann kriegst du das ab, genau. Warte mal, wie war das nochmal, die Kette oder der Kreislauf des Anschreins? Ja, genau. Pyramide des Anbrüllens. Nee, der Kreislauf des Anbrüllens. Nee, er hat ja öfters gewechselt, weil er sich schon nicht geil, ey. Oder was? Nehmen wir das. Wird immer gern gesagt, wird Scheiße fällt von oben nach unten. Ja. Ist nicht so falsch. Guck mal drin. Er schläft angeblich, ist bewusstlos. Ich schlaf auch immer nur auf den Augen. Warte, das erinnert mich an Herr der Ringe. Style. Genau, Gandalf-Style. Oder gab es ja auch noch andere Filme. Ah, Hilfe! What the fuck? Fahr! Du bist der Fahrer. Ja, ich schreie das Auto an. Fahr! Das seht ihr nicht bei Knight Rider. Nicht? Oh, cool, ich hab gerade gemerkt, wenn einer meiner... Ja, ich sollte vielleicht auch auf dem rechten Bildschirm schauen, nicht nur auf dem linken. Wenn ich quasi streame und den Banner, den ich gerade verwende, quasi verwende, dann überdecke ich damit die Anzeige hier von Steam, von wegen der und der kommt online und spielt das und das. Ja, wobei, wenn ich zugespammt werden würde, dann würde man trotzdem was sehen, glaube ich. Ich wollte noch eine Laterne mitnehmen. Mit meiner Laterne. Mit meiner Straßenlaterne. Hm. Ah. Da fuck. Ja. Invincible Wall. Die Einblende war ein bisschen verspätet, ne? Yep. Ach, Quatsch. Oh, Massaker. Der hängt da cool auf dem Tisch drauf. Oh, jetzt hier ist ein Miami nachmachen. Mhm. Und gleich Horish, okay, ne? Hm. Wie war das? Horatio kommt in den McDonald's. Was ist passiert, Horatio? 14 Leute sind hier gestorben. Dann war das wohl für sie. Er setzt die Sonnenbrille auf. Kein Happy Meal. Yeah! Schattenlos ist weg, ey. Fast schlimmer ist noch Bear Grylls. Oh, den finde ich schon wieder irgendwie cool. Ja, ich weiß nicht, ich habe eine ganze Folge, glaube ich, von ihm gesehen, wo er mit einem Heli auf einem Berg abgesetzt wurde. Und er dann irgendwie dort überleben sollte, quasi. Das habe ich mal gesehen. Und ich fand es irgendwie... Ich,
Ja, das sowieso.